大家来到辅仁大学，我是辅仁大学的校牧林志鼎神父。今天晚上呢，我们在这个地方，我们非常荣幸的请到世界级的管风琴音乐家来为我们示范，来为我们讲解这个天主教在整个的礼仪当中，我们管风琴音乐所扮演的角色以及它的历史源流。我们每个人呢，都是被美所吸引的，也是对管风琴音乐有兴趣的，所以今天我们会坐在这里。天主自己就是真善美的本身啊，所以其实各位能够坐在这个地方，你是被天主所邀请的。We are so honored to have Professor Ludger Lohmann here, his presence among us. Everyone is drawn by the beauty of music.Especially sacred music, so-called sacred music, because this is not the normal so-called classical or folk music. Sacred, because God Himself brings us, raised us up, so we can feel the heaven is among us. 刚刚在说了，我们是被音乐所吸引的，而且特别是在讲圣乐的时候。所谓圣的意思就是超凡入圣，所以是被美所吸引，我们从这个世界凡俗的世界被吸引归向于主。我们今天就是特别来聆听圣乐，也一起来分享。 So let us join our hands together. We have a warm welcome for our professorLudger Lohmann. Thank you. 那谢谢听众。那我们就请我们的吴老师来帮我们来做介绍，他同时也会为我们做翻译。我们也为我们的吴老师掌声鼓励，谢谢。我是吴怡婷，我是今天的翻译。因为我已经离开台湾33年了，如果我今天我的中文有时候可能会打结，希望大家包涵一下，我会尽量。罗曼教授是德国 Stuttgart 就是斯图加的音乐学院的教授，他回去以后就要开他的退休音乐会，退休音乐会的时候就是他的学生都会为他来演奏。罗曼教授他是。我也特别是为他回来的，因为我30年前当学生的时候听过他演讲，实在讲得太棒了。当时我刚去维也纳没有很久，有的时候听的时候还是一知半解，现在经过长期的经验跟累积很多的经验，就是常常自己谈然后自己想他讲过的东西，现在就慢慢的比较了解了。我想在座的很多昨天都听过他的音乐会，他是真的很强很强很强，我只能这样说。昨天我非常的感动，因为我觉得在自己的国家，然后现在大家也跟我一样能够听到这么好的音乐，非常的感动。我们现在就把时间交给他好吗？Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich hier erschienen sind, vor allen Dingen, dass so viele junge Leute da sind, die sich auch für geistliche Musik interessieren. 晚安，很高兴那么多人来听，而且特别是很多年轻的人，他们现在也对于圣乐很有兴趣。Es geht heute Abend Orgelmusik, die für die katholische Liturgie geschrieben worden ist, und zwar ganz explizit für die Liturgie, auch mit einer bestimmten Funktion innerhalb der Liturgie. 今天主要我们谈的主题是管风琴音乐，而且是管风琴音乐对天主教的在天主教的仪式里面怎么样的运用。
Das können zwei Dinge sein. Das kann sein eine Musik, die über Texte geschrieben ist, also zu Texten, die normalerweise in der Liturgie gesprochen oder gesungen werden, wo die Orgel stattdessen etwas spielt.这个基本上是两方面，第一个方面呢，也就是说，可能这个音乐是配合一个特别已经，就是我们所谓的文字，已经有一个歌词，有一个文字，或者是神父的时候在一个礼仪里面所要讲的话来写的音乐，这是第一点。Oder es kann Musik sein, die bestimmte liturgische Handlungen begleitet, also gewissermaßen illustriert.或者是在第二点上面，就是在我们仪式进行的时候而听到的音乐，是为了这个仪式的进行而写的，那就不一定是有歌词的。Deswegen werde ich auch nicht in erster Linie chronologisch vorgehen, sondern mehr nach den Funktionen innerhalb der verschiedenen Liturgien. 所以我今天不想要按照年代来讲这个音乐的发展，而是按照它的功能，就是说这一个音乐在我们的仪式里面的功能，以这个为主。Und diese Liturgien sind in der katholischen Kirche zwei, bei denen die Orgel eine Rolle spielen kann. Das ist entweder die Vesper oder aber eben die Messe. 应该这样讲，在天主教的仪式里面，这些音乐有一个音乐，就是一般我们每周的这个弥撒。要演奏的，还有第二个点，就是有的时候我们有特别的节庆的时候要演奏的音乐。Wenn wir ganz weit zurückschauen, um zu sehen, wie die Dinge sich am Anfang entwickelt haben, dann kann man sehen, dass die Orgelmusik, die frühe Orgelmusik, sich parallel entwickelt hat zur frühen Vokalmusik in der Kirche.如果我们现在看整个管风琴音乐的发展，其实是跟着很早的时候在。教堂声乐，因为唱歌很重要，所以其实管风琴音乐的发展其实是跟唱歌唱圣诗是很有关系的，是等于说是平行一起发展起来的。Sie wissen alle, dass zu Beginn es eigentlich nur den gregorianischen Choral gab in der katholischen Liturgie, und in dem Augenblick oder zu dieser Zeit, wo sich mitparallel zum gregorianischen Choral mehrstimmige Vokalmusik entwickelt hat, kommt auch die erste Orgelmusik. 我们也知道刚开始的时候，应该是在差不多西元六世纪的时候，格里果圣歌那个时候只是单声部的旋律，然后后来呢又发展了第二个声部，所谓的奥甘隆，它再加进来的时候，也就是说，复音音乐的发展其实那个时候就开始了管风琴的音乐。Wahrscheinlich werden viele von Ihnen wissen, dass die erste große Blüte der Vokalmusik, die zum gregorianischen Choral dazukommt, dass das in Paris stattgefunden hat, ungefähr um 1200. Man spricht von der Ars Antiqua. 可能大家可能也知道那个时候，也就是说，高潮就是这个单声部的这个圣格里果圣歌的旋律，后来被发展起来的时候，是在1200年的时候，那个时候等于说高潮期，等于说那时候声乐开始做复音的音乐，也就是说我们不是只唱一部，而是唱了好几部。那个时候差不多在1200年的时候。Und aus dieser Zeit gibt es auch schon Dokumente oder Berichte über Orgeln in christlichen Kirchen.在这个时期，我们现在能够找到的管风琴文献也差不多是在这个时候出现的。Ein konkretes Beispiel: Der Dom oder die Kathedrale von Halberstadt, das ist heute eine relativ kleine Stadt in der Mitte Deutschlands, aber dadurch, dass dort ein Dom war, also auch ein Bischof war, war das damals sehr bedeutend. 一个很具体的例子就是在德国的一个 Halberstadt, oder? Halberstadt, ja.我不知道中文怎么翻译，你们就这样听好了。就是在一个很小的城市里面，对，那个时候在那个地方，我们就可以找得到很多的文献。我现在听他怎么讲。In dieser Kirche gab es möglicherweise schon eine Orgel kurz nachdem die Kirche gebaut worden ist. Sie ist 804 eingeweiht worden. 这在这个教堂，我们就找到一个管风琴，它是差不多在这个教堂盖的时候是804年的时候。也就是说，在第九世纪初的时候。Aber das ist ein bisschen Spekulation.
Konkret wissen wir, dass im Jahre 1361 dort eine Orgel fertiggestellt worden ist, eine sehr große Orgel mit Pfeifen, die bis zu 10 Meter lang waren. 804年的时候，他觉得那个只是猜想，可是实际上能够证明的是，那还蛮大。1361年的时候，那个时候就知道他们真的有一个很大的管风琴，那管风琴的管子到十公尺长。Diese Orgel ist dann 130 Jahre später überarbeitet, modernisiert worden. 130年以后，他们又把这个管风琴重新再修整过。Und wieder 130 Jahre später wurde sie beschrieben von Michael Praetorius 1619. 1619年的时候，又是130年以后，那个时候 Michael Praetorius. Michael Praetorius 他是一个等于说是当初的很有名的一个作曲家，那个时候他就曾经描述这一个管风琴。Diese alte Orgel existierte also damals noch, wahrscheinlich ein bisschen verändert, aber bei Praetorius gibt es sogar Zeichnungen, wie die Klaviaturen aussahen. Und das ist ein ganz frühes Beispiel für eine Klaviatur mit 12 Tönen in einer Oktave, so wie wir das heute kennen. 那个时候他就画得很清楚，就是我们可以看到他的键盘，而是在一个八度里面，他其实不是只有我们现在所看到，他有十二个键盘，就可以看得很清楚，在一个八度里面。Die Musik, die da gespielt worden ist, wir haben schon tatsächlich Orgelmusik in Manuskripten aus dieser Zeit. Also 1380 ungefähr ist das früheste erhaltene Manuskript. Und die Praxis war damals so, dass man in einer Liturgie eine gregorianische Melodie in mehreren Strophen aufgeführt hat. Eine Strophe wird gesungen, eine Strophe spielt die Orgel. Dann wieder eine Strophe gesungen, eine Strophe die Orgel. Also das nennt man Alternatim-Praxis. 在那个时期的时候，我们就可以找到手抄本的谱。它常常是第一个段落有歌词，然后第二个段落就只有管风琴，又第三段的时候又是有歌词的。我们就可以找到这样的谱，那算是最早的这个文献。Das war eigentlich der wichtigste und vielleicht sogar einzige Gebrauch der Orgel in der katholischen Liturgie bis zu dem großen Einschnitt, der in Deutschland mit der Reformation durch Luther passiert ist. 他说这一台管风琴在哈布斯堡的这一台可以说是非常重要在天主教的这个被使用的管风琴，因为也是唯一我们找到的记录在这段时间，一直到路德改革。路德改革大家知道，变成基督教，然后所以之后在德国就有很明显的两个不同的教派。Musikalisch war die Reformation auch sehr wichtig, nicht nur theologisch. Luther hat das deutschsprachige Lied in die Liturgie eingeführt. Dadurch war der Choral, der gregorianische Choral zwar noch da, aber nicht mehr so wichtig.Daneben trat das Lied mit deutschem Text. Martin Luther, 他改革了以后，宗教改革以后，其实非常重要的就是他现在他所用的诗歌是用德文。Und das Wichtige für Luther ist gewesen, dass über diese deutschen Texte, die man mit einem Lied viel besser lernen kann, bestimmte theologische Inhalte für die gesamte Bevölkerung.Aufgeschlossen worden sind. 而且他觉得非常重要的是，因为那个时候大家就可以真的了解用德文，因为是他们的语文，所以就可以了解用这个语言来了解这个音乐，也了解这个宗教的意义。Das war also eigentlich ein pädagogischer Trick. 其实他觉得这个很有教育的性质。Und darauf musste natürlich die katholische Kirche reagieren. 那个时候天主教当然要。想一想，现在基督教有了他们新的音乐，那我们要做什么呢 ？Und das passierte im Konzil von Trient 1545-1573. 1545年的时候，那个这个应该是所谓的在天主教所谓的大公会议，是吗？我想神父，对对 ，OK， 就是在这段时间的时候发生了，所以天主教他们也考虑一下，他们要改革一下。Was gleichzeitig im Konzil von Trient passiert ist,
war eine ganz typische Sache. Die polyphone Musik, die wir vorher gehabt haben, vor allen Dingen für Chor, wurde so komplex, dass man den liturgischen lateinischen Text nicht mehr gut verstehen konnte. Und das wurde im Konzil kritisiert. 那个时候他们在大公会的，应该是会议还是对会议 ？OK， 他们的那个时候就觉得说，哎，我们现在用那么多复音的音乐，那么多声部唱，那我们就很难理解那个歌词。因为有的时候唱第一部出来，等一下第二部，等一下又唱出来，然后歌词会重叠，我们就不容易了解。所以那个时候他们非常针对这一点在讨论。Es wurde also damals gewissermaßen eine Renaissance des gregorianischen Chorals befohlen, und es bestand die Gefahr, dass alle polyphone Chormusik verboten wird. 那个时候有一点危险的，就是他们可能会说啊，我们在这个文艺复兴时期的时候，我们这个格里果圣歌要另外的，就是说不要再唱这么多这个复音的音乐。他们曾经在考虑这个问题。Und man weiß, dass damals die berühmte Missa Papa Marcelli von Palestrina die Situation gerettet hat. Dadurch konnte die Vokalmusik in der Liturgie weiterleben. 那个时候在意大利人呢 ，Palestina， 呀，对，那 ，the A is father of the music， 对，有一个音乐家 Palestina， 他是意大利的作曲家，他那个时候就为了拯救这样的情况。他说这个是不好的，我们还是应该维持原来的这音乐，所以大家后来还是听了他的意见，所以今天我们才能够听到这么多复音的音乐继续的保持。Zurück zur Orgel. Natürlich war dadurch auch die Orgelmusik in Gefahr und ist auch gerettet worden, aber die Entwicklungen, die es in der protestantischen Kirche gab, haben dann auch auf die katholische Kirche ausgehend von Deutschland ausgestrahlt.那个时候虽然天主教还是维持他们原来的这个管风琴的音乐，等于说管风琴的音乐保持像原来一样天主教的仪式里面应该这样的使用，可是基督教的音乐还是受到很多基督教的音乐的影响，从当然是从德国开始的。Dadurch hat die Orgel ihre Funktion verändert. Das heißt, ihre eigenständige Funktion in der Alternatimpraxis wird langsam weniger.Dafür wird sie im Laufe der nächsten zwei Jahrhunderte wichtig als Begleitinstrument, um den Gesang der Gemeinde zu führen. 管风琴本来是很重要的乐器，等于说它是主导的乐器。可是这个时候，慢慢的它就变成是伴奏唱诗的时候啊，或怎样，所以它的功能就开始有点改变。Das hat bedeutet, dass dann, sagen wir mal, hauptsächlich ab dem 18. Jahrhundert ist kaum nochkatholische Orgelmusik, die eine wirkliche liturgische Funktion hat. 他说1800年之后几乎是天主教的音乐很少，这个管风琴等于说是只有管风琴音乐它有一个独立能够在天主教的仪式里面使用。Das heißt, die Orgel wird entwederInstrument zum Begleiten und Führen der Gemeinde, oder sie darf im Gottesdienst Orgelmusik spielen, die, sagen wir mal, dekorative Funktion hat. 他说管风琴这个时候就好像只是装饰一样，要不然就是伴奏，要不然就是装饰一下的，应该说这样讲就是在仪式里面装饰的音乐。Ähnliche Entwicklungen, wie wir sie um die Zeit des Tridentiner Konzils sehen, gibt es auch in der Zeit um 1800. 差不多是1800年左右这个时期发生的事情。Das ist die Zeit der großen Revolutionen, ausgehend von der französischen Revolution 1789.我们知道1789年是法国大革命，也就是说这个时候其实开始了很多的不同的冲击跟变化。Die sich auch auf die Musik in der Kirche ausgewirkt hat, nicht nur in Frankreich, sondern auch in anderen Ländern. In Österreich zum Beispiel hatte im 18. Jahrhundert die Musik für Chor und Orchester eine wichtige Rolle im Gottesdienst eingenommen. Wir denken an die großen Messen von Haydn und Mozart. Und das wurde so viel, dass der österreichische Kaiser Josef die ganze Figuralmusik verboten hat in der Kirche.在奥地利1800年的时候，那个时候海顿啊还是莫扎特，他们写了很多的弥撒的音乐。可是
最后他们的皇帝当时就是 Joseph， 他还是想要禁止他们。Und so kann man sagen, dass in mehreren Stufen die wirklich liturgische Orgelmusik in der katholischen Kirche immer weniger geworden ist, obwohl die Orgel viel gespielt hat, aber sie hatte keine wirklich liturgische Funktion mehr.我们现在可以说，虽然管风琴的音乐在仪式里面时常被使用，可是它其实慢慢的并不那么的被重视。Es gibt also auch Gegenbewegungen, vor allen Dingen in Deutschland und in Österreich war wichtig die Bewegung, die heißt Cäcilianismus. Da spielte allerdings die allererste Rolle die Vokalmusik und nicht die Orgelmusik. 那个时候他们就会觉得是应该是声乐比较重要，唱歌比较重要，而管风琴的音乐没有那么的重要。Aber es gibt solche Phänomene wie die sogenannte stille Messe. 有特别的现象，就是有的时候在弥撒里面完全不唱歌，也没有音乐。Das habe ich selbst als Kind noch erlebt in der Zeit vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil. So alt bin ich schon. 他说他已经很老了，他其实已经他当他是孩子的时候，他就曾经经历过这样子一个弥撒，没有唱也没有音乐。Also bei einer stillen Messe kann es sein, der Priester steht vorne am Altar, spricht alle seine liturgischen Texte, aber ganz leise, keiner kann es verstehen. 他说那个时候神父在前面讲话，都用讲的，也不唱。然后呢，也很小声，大家其实都听不懂他在说什么。Also außer zum Beispiel den Lesungen des Evangeliums oder auch die Worte zur Wandlung, zur Elevation, das wurde laut gesprochen, aber alles andere war leise. 他说只有在那个讲福音的时候，或者是最后成圣体圣血的时候，那个时候他才会讲得比较大声一点，其他的他都讲得很小声。这是他亲身的经验。Und da konnte es dann sein, dass der Organist die ganze Zeit irgendwas gespielt hat, aber das hat überhaupt nichts zu tun mit dem, was am Altar passiert. 然后那个时候也有可能那个管风琴师就在旁边即兴一下小小声的，可是跟神父讲的内容一点关系都没有，他就随便弹一下当作伴奏的音乐这样子。Ich habe selbst einmal so einen Fall erlebt, da war ich völlig überrascht.Das war in Spanien in der Kathedrale zu Malaga im Jahr 1978. Okay, 他1978年的时候曾经在西班牙就在你们知道那个在西班牙的最大的那个教堂，在巴塞罗那的那个教堂，他就听到这样子的弥撒，对他自己觉得很奇怪。Da bin ich an einem Sonntagmorgen in die Kathedrale gegangen, in die Hauptmesse.Und die ganze Zeit hat der Organist gespielt, ein Tiento nach dem anderen. Einfach so ein ganzes Heft Musik, eine Seite nach der anderen, immer weiter gespielt. 他有一次就是去参加，而且是礼拜天，是最正式的弥撒嘛，礼拜天早上。他去的时候，他那个管风琴是从头弹到尾，就好像在伴奏一样，他就一直弹，一直弹。然后他觉得很特别，因为平常在我们那边不是这样的。Und das einzige Mal, wo er Pause gemacht hat, war während der Wandlung. 在那个就是他们成圣体圣血的那一个过程里面，他休息了一次，要不然就从头弹到尾。Gerade das ist ein Moment in der Liturgie, wo es traditionell immer Orgelmusik gegeben hat. Das werde ich Ihnen gleich zeigen. 平常来说，在这一个时候，通常是有音乐的，就是他停掉的时候。在平常天主教的仪式里面，这个时候管风琴是可以即兴或者弹什么东西。可是那个是他的体会，当初他在西班牙那个时候是相反的，他全部都弹了，只有那里不弹。Eine spezifische Orgelmusik für die katholische Liturgie hat es dann ab dem 19. Jahrhundert im Grunde genommen fast nur noch in Frankreich gegeben. 他说十九世纪以后。可以说法国他们还是非常重视天主教的音乐，所以也就是说管风琴那个时候在法国 在天主教的仪式里面是非常重要的，因为法国也是天主教国家，可是其他的国家就没有那么的强。 Und das ist eine ganz feste Tradition, bei der ich allerdings sagen würde, auch da ist die Orgelmusik eigentlich dekorativ. 可是他觉得我们现在再回头来看那个时代，
基本上即使在法国，好像法国音乐那个时候在天主教的仪式里面这么多的 被重用，可是实际上他觉得还是只是装饰而已。Und da hat man immer vier Teile. Das gibt ein Präludium, das ist eigentlich vor dem Gottesdienst. Dann gibt es das Offertorium, die Communio und dann ein Postludium. Das heißt, das sind zwei Teile in der Messe, wo es liturgische Handlungen gibt, die aber keinen Text haben. Und dann das Postludium, das ist wirklich auch schon wieder nach der Messe. 那个时候就是他最常使用的地，在这个音乐的地方，就是刚开始是。还没有仪式还没有开始的时候，就是进场的时候，神父进场的时候进台式，然后再来呢就是中间 offertorium 就是奉献的时候啊，准备祭品的时候，奉献的时候，然后再来就是 communion 就是圣餐礼的时候，还有最后就是要送大家离开的时候。Und das können im 19. und frühen 20. Jahrhundert durchaus auch dekorative Stücke sein mit Titeln wie Clair de Lune oder Étoile du Soir. Also poetische Stücke, die eigentlich gar nichts mit der Liturgie zu tun haben, aber die schön sind. Er sagte, in dieser Zeit, die Guanfengqingshitan der Musik, vielleicht nicht unbedingt sehr schön.壮观的这种音乐，我们可以，而且他们就弹得很小声，然后就好像把它当作一个伴奏这样子装饰，就把这几个段落弹完了。Es gibt eigentlich nur einen Komponisten, der auch ganz spezifisch sich mit den gregorianischen Choralstücken für bestimmte Sonntage kompositorisch beschäftigt hat. Das ist Charles Tournemire. 因为那个时候他们也有规定，就是用格里果圣歌，它是规定在什么哪一个。星期天的时候哪一个圣歌，所以也有跟这个有关系，所以他们等于就是把那个拿来即兴，然后把这些段落配合用管风琴的音乐来即兴把它弹了，所以有可能也是因为这样的关系，所以管风琴音乐一直就觉得只是装饰而已。So, jetzt kommen wir zur Musik. Das erste Beispiel, was ich ausgesucht habe, ist ein Stück zu einer Antiphon.Und das hat zwei Gründe, warum ich damit anfangen möchte. Und das ist also ein Stück, was man für die Vesper brauchen könnte. Es stammt von Arnold Schlick. Und der erste Grund, warum ich dieses Stück nehme, ist ein historischer Grund. Das stammt aus einem Druck von 1512. Das ist überhaupt der früheste Druck,für Orgelmusik, also Orgelmusik, die gedruckt wird und verkauft werden kann. 他为什么选这个例子？大家可以看到，这作曲家 Arnold Schlick， 这个等于说是1512年，这等于说是第一个印出来的谱，也就是给管风琴的音乐。Und der zweite Grund ist der Text, dass die gregorianische Antiphon beginnt mit den Worten "Da pacem Domine in diebus nostris."Gib Frieden, Herr, in unseren Tagen. Ein Text, der sehr aktuell ist. 他特别也要解释为什么他选这个曲子，就是让我们平安，赐予我们平安。Da pacem Domine in diebus nostris, quia non est aliusQui pugnet pro nobis, nisi tu Deus noster. 他现在唱的这个曲调，等一下你们会在他的脚听到。可是因为他现在为什么要先唱给大家听，就是因为等一下他放在脚踏板的曲调的时候，我们可以看到一个小节只有一个音，就是只有一个音节。刚刚我们听到的。这个就是所谓的定旋律，所以作曲家作曲的时候都是有考虑这一点的。其实我们现在会听到它的定旋律是在脚。
Gut, also, Sie sehen, das ist noch sehr mittelalterliche Musik. 你们现在听到的这个音乐，可能感觉上有很多中世纪的感觉。OK. Wir springen jetzt fast 200 Jahre weiter zu Nicolas de Grigny. Das ist ein Hymnus Veni Creator. Das kennen Sie. Ich werde es trotzdem mal kurz singen. 他唱给你们听。这个是一个法国的作曲家。Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, in plesu perna gratia, quae tu creasti pectora. Was Sie jetzt hören, ist der zweite Vers von der Bearbeitung von Grigny. Und was Grigny macht, ist etwas, was die Franzosen sonst eigentlich nicht tun. Er benutzt melodisches Material vom Cantus Firmus nicht nur im ersten Teil, das hören Sie später, sondern im zweiten Teil benutzt er die zweite Zeile des Chorals. 他现在唱的 是第二段的歌词，比较特别的一点就是说，他用的我们刚刚说 Cantus Firmus 所谓的定旋律，也就是既有的这个原来的圣咏的曲调的旋律，它不是只用在第一个声部，它也用在第二个声部，所以那个时候是比较特别的一点。Und das ist der Text. Donum Dei Altissimi, also das Geschenk des höchsten Gottes.他说这个是上帝送给我们的礼物。我们等一下马上就看到他马上就弹奏出第一个主题，就是刚刚他唱的。Das waren jetzt zwei Beispiele für die Vesper. Jetzt kommen wir zur Messe. 我们现在来讲到弥撒里面。In der Messe natürlich der Teil der Messe, der sich am allerbesten eignet für diese Alternatienpraxis, ist das Kyrie, weil im Kyrie werden drei
Textzeilen jeweils dreimal gesungen. Und da kann man sehr schön immer einen oder zwei durch die Orgel ersetzen lassen. 他说，管风琴在作用上面，在垂帘经的时候很重要，因为垂帘经的时候它通常是三段的歌词，所以也可以在中间的时候用管风琴等于说来代替，而且通常是唱三次。Das, was Sie jetzt gleich hören werden, ich spiele drei Bearbeitungen über dieselbe gregorianische Melodie, nämlich das Kyrie Eleison aus der Messe Cuncti Potens Genitor Deus. Das älteste Beispiel ist aus dem Codex Faenza, das ist eine der allerfrühesten Handschriften von Orgelmusik.我们这里可以看到左手边，左手边这是最早的这个手抄本，这个也是非常早期的这个音乐。右手的这个右手边的这个谱是新的谱。Diese Musik wurde geschrieben wahrscheinlich ungefähr 1420 so in dieser Gegend, also es ist ungefähr 600 Jahre alt. 差不多1420年的时候写的。Aber die Musik, die dort geschrieben ist, ist wahrscheinlich noch älter. Also man kann sich vorstellen, das ist schon mehr als 600 Jahre alt. 他觉得这个音乐应该是更老了，就是之前被写的之后才被记录，所以1420年的记录可能还要更早，超过600年。Kyrie Und man kann hier schon sehen, die Noten aus dem gregorianischen Choral sind sehr langsam, es kommt sehr viel an anderen Tönen dazu. 他的意思是说，我们就发现在有的时候音节，然后它有很多的音，就是有很多的装饰，它就不是只有每一个音节只有一个音或两个音。他刚刚唱的时候，中间有没有唱了很多的音？Man kann sehen, das ist noch mal archaischer als Schlick, ist ja auch mehr als 100 Jahre älter. Und man sieht auch, für die, die alte Musik ein bisschen kennen, ganz bestimmte Regeln für Konsonanz und Dissonanz werden eingehalten. 我们在这里可能它已经比刚刚 Schlick 那个曲子已经是晚了100年，所以我们也可以听到它在Konsonanz， 也就是说和谐的和声跟不和谐的和声就做得更清楚了一点。Jetzt kommen wir zu Girolamo Frescobaldi, einer der wichtigsten Männer für die Spätrenaissance und Frühbarock-Orgelmusik. Und die gleiche Melodie als Thema, und Sie können hier sehen, die rot eingekreisten Töne sind Cantus Firmus, also Choralmelodie, und man sieht, wie das durch die verschiedenen Stimmen geht.Frescobaldi 是非常重要的文艺复兴，而且是早期巴洛克的音乐家，意大利的音乐家。我们用同样的旋律，我再回去前面的，让你们看一下这个下面，我们看到的下面拉拉嗦拉有没有哆西拉？这个就是它的定旋律，原来的这个现有的旋律。现在教授在这里，他用红笔画出来，我们就可以看出来他把这个曲调怎么样运用，然后。它还会在别的声部里面出现。刚开始的时候是在soprano 的声部，然后等一下会在 tenor 的声部出现，最后又会到最低音的声部 bass。来。
hier gibt es wirklich dreimal Kyrie, dreimal Christe, dreimal Kyrie. Also es ist wirklich ein komplettes Kyrie ist komponiert. 这里面真的是上主求你垂怜，然后基督求你垂怜，上主求你垂怜，真的是三次出现，而且全部都把所有原本的歌词也是全部的都出来，不是简单化。Jetzt kommen wir wieder zu Nicolas de Grigny aus seiner Orgelmesse. Der hat wirklich fünf Sätze geschrieben. Das heißt, zwei Kyrie, ein Christe, zwei Kyrie. Das ist auch die Tradition, wenn man Alternativ komponiert. Und dieser Satz ist, das steht oben en taille, das heißt, en taille ist hier, das ist die Mittelstimme. Und das ist bei der französischen Musik so, dass man diese Mittelstimme im Pedal spielt.Und der Begleitsatz ist Immanuel. 他说那个时候在这个又回到了法国刚刚的那个作曲家格里尼，他在这一段的时候他是写五段，两次上主求你垂怜，一次基督求你垂怜，再两次上主求你垂怜。而且那个时候很特别，他把主旋律有没有？那个 Pedal 是弹主旋律，可是他把它放在中间的谱上面，有没有三行的谱？中间的那一个是。Das heißt, die Pedalstimme ist nicht der Bass und sie ist hier im mittleren System notiert. Ja, 他说这个踏板它现在不是当作像是最低音的声部来使用。Eben als ich Veni Creator gespielt habe, war es der zweite Satz. Der erste Satz hätte genauso ausgesehen wie das hier.Zweiten Satz. Ja, ja, was ich gespielt habe. Also, gerade bei Veni Creator, ne? Der erste Satz sieht genauso aus wie das. Man kann also sehen, das ist bei diesen französischen Stücken immer so, dass das mit einem festlichen Klang beginnt und die Liedmelodie wird im Pedal mit der Trompete gespielt. 那个时候在法国，他们通常在气氛上跟音响上听起来都是很像我们现在颂赞的那种感觉，就是比较亮的声音。然后他们的主要的旋律通常都是在踏板上，可是是用小喇叭的这个音响，所以是他也是很重视他用铜管的这个音响来弹。Das kann man sich heute ein bisschen schwer vorstellen, dass gerade das Kyrie mit so einem festlichen Klang beginnt. 我们可能现在比较难想象的，在垂怜曲的时候用这样的音响的特色，因为通常垂怜曲都比较弱一点。Gut.Das waren jetzt drei Beispiele aus, ja, wie viele Jahrhunderte waren das eigentlich? Ungefähr drei Jahrhunderte. Das gleiche gregorianische Motiv bearbeitet in verschiedenen Arten. Wir haben jetzt 听到三个例子, 都是这个格里果圣歌的这个
圣歌，可是在三个不同的时代，然后不同写出来的这个管风琴的音乐也不一样。Und jetzt drei Beispiele für eine Elevation, für eine Wandlung.